Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Servus und hallo, es ist immer noch die Pre-Release-Version, meine Lieben, die ich euch, wie ihr schon mitbekommen habt, vorstelle die ganze Zeit, ne? Und zeige. Und ja, heute kommen wir mal zu dem Silo hier, was ihr ja schon gesehen habt, ist letzte Mal, was wir mit Stroh gefüllt haben, ne? Und ich habe das Ganze mal ein bisschen vorgespult, ihr seht es an der Zeit, weil es hatte dann hier schneit, ne? Und das Silo ist in dem Sinne voll und das gärt jetzt zu Kompost, ne? Also wenn ihr hier Stroh reinfüllt in das Silo, ne, Biomasse, ne, so nach dem Motto, wird das Ganze dann zu Kompost, wenn es fertig gegärt ist. Ne? Das lassen wir jetzt alles mal ein bisschen gären. Und ansonsten werden wir mal unseren schönen MB-Trag hier nehmen und werden unseren Ladewagen ankuppeln. Und dann werden wir mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir noch so viel Stroh draußen hatten oder nicht. Müssen wir noch mal schauen. Ansonsten, wir haben ja noch andere Arbeit, die wir erledigen müssen. Und zwar dreht sich da hier hinten um den Punkt mit dem Häckselgut, ne? Was dazu Silage werden soll, beziehungsweise auch werden wird. Ja, allerdings werden wir erstmal sehen, dass wir unser Stroh dann pressen. Und ich muss aber vorher noch mal schauen, was genau war die Größe vom Strohballen zum Einlagern. Ne? Da müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, es waren die 125er. Wenn ihr das wisst, natürlich wisst ihr Bescheid. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wimmeln wir mal langsam hier durch. Wie gesagt, hier noch eine kleine Brücke. Das wäre nice, aber da kommen wir später noch dazu. So, den lassen wir aber erstmal hier stehen. Und werden einfach mal zu unserer Wiese springen. Denn bei unserer Wiese haben wir nämlich auch noch genug zu tun. Da haben wir nämlich ihn hier. So. Und wir müssen da noch ein bisschen Häckselgut einplatzen. Ne? Weil wir wollen ja unsere Silage fertig bekommen. Das wird so unsere nächste Einnahmequelle werden. Und dafür müssen wir allerdings auch hier das Ganze Vollhäckseln, ne? Wir müssen mal sehen, ich werde nachher vielleicht mal noch einen anderen Anhänger mit rausfahren. Das macht sich nämlich immer ganz gut. So, schalten wir das Ganze ein. Und dann sollte es passen. So. Jawohl. So macht Häckseln Laune. So macht Häckseln Laune. Ich finde das geil, deswegen fahre ich die Dinger so gern. Ne? Schöner alter Häcksler oder Schwadmäher, ne, also das ist jetzt kein Schwadmäher, das ist direkt Häcksler, ne? Allerdings hat es ja auch direkte Schwadmäher, ne? Und das macht sich ja auch nochmal richtig, richtig nice. Bin am überlegen, wenn wir jetzt hier einen rundherum haben, könnten wir theoretisch, machen wir mal einen Curseplay-Kurs fertig, ne? Und da könnten wir theoretisch auch das Ganze dann mit Curseplay-Helfer fahren lassen und dann selber abfahren. Ja, das sollte sich, denke ich mal, auch ganz gut machen. Ne? Werden wir auf jeden Fall probieren. Ansonsten für euch, meine Lieben, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder generell Fragen habt, ne, dann stellt die ruhig in die Kommentare. Und es werden dann nächste Woche noch ein paar Videos kommen, wo ich einiges nochmal separat erkläre. So nach dem Motto Tutorials. Ne? Vom Herunterladen der Map bis zum Reinpacken im Mod-Ordner und ja, mit den einzelnen Produktionen nochmal genau drauf eingegangen. Ne? Aber da für nächstes oder die in den nächsten Tagen mehr. So, jetzt komm rum hier. Komm. Komm rum. So, macht sich, denke ich mal, jetzt besser. So. Es ist halt zu Asach, ne? Ansonsten, morgen, meine Lieben, ab 10 Uhr, nehmt euch da nichts vor, von 10 bis 10 ist die Devise, denn morgen machen wir 12-Stunden-Stream, ja, auf der Bayerischen Wald V3, sei nochmal erwähnt, und da natürlich das Ganze auch in einer Art Challenge verpackt, ne? Da geht es dann nochmal scharf, das nicht vergessen, von 10 bis 10 sind wir da am Schlüssel, ne? Es werden viele coole Dinge passieren, so hoffe ich mal. Ne? Also es wird auf jeden Fall nice werden. Wir werden uns so
Also die Mitspieler werden sich so ein bisschen reinteilen, weil 12 Stunden sind ja jetzt schon 12 Stunden, ne? Und dass das bei dem einen oder anderen natürlich auch mit der Familie passt, werden wir uns da reinteilen. Und wir werden natürlich alles geben, um in den 3 Etappen, die wir da quasi in der Challenge haben, immer vorn dran zu sein. Ja? So, da geben wir uns natürlich Mühe. Ja? Dazu viel. Dazu, so. Nicht wundern, meine Lieben. Ich bin natürlich noch ein bisschen angeschlagen. Es ist etwas spät, wo wir das Ganze hier jetzt aufnehmen. Na? Und der Axel ist auch irgendwann mal ein bisschen groggy. Na? Irgendwann jetzt auch mal. Wie soll man sagen? Der Zenit erreicht. Na? Aber das kriegen wir hin, meine Lieben. Na? Denn die Folgen sollen ja auch für euch kommen. Na, die Folge kommt heute logischerweise zum Samstag. Ja, genau, zum Samstag, genau. Und ich glaube nachmittags. Ja, nachmittags kommt die Folge. Na, wenn mich nicht alles täuscht. So. Deswegen nicht wundern, wenn der Axel da vielleicht auch mal ab und an ein bisschen ruhiger ist. Ja. So. Ansonsten, was wird es Neues geben? Es wird so sein, dass ich hier hinten. Wo das Schränkle steht, ja, ne, da wird noch ein bisschen Beleuchtung dran kommen. So im Hintergrund bin mal gespannt, wie es aussehen wird. Und zum anderen kam die Tage dann auch jetzt meine Bildschirmhalterung an. Ich bin gespannt, wie das dann alles so wird und aussieht. Ne? Die werde ich dann natürlich auch montieren. Ne? Mal gucken, vielleicht mache ich euch sogar ein Foto für Insta. Ja? Allerdings bin ich dann sowieso gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, wenn das dann hier so dranhängt. An der Bildschirmhalterung. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So. Ja, kommt auf jeden Fall was zusammen. Ist auch gut, dass wir den großen Anhänger haben. Kriegen wir immer sehr viel weg. Wir werden jetzt aber sehen, wir werden jetzt hier ausheben. So. Und dann starten wir, genau, dann machen wir hier rein. So. Wir werden auch am Samstag, ich glaube, ihr seht das Video schon etwas eher als 17 Uhr. So ein bisschen eher als 17 Uhr, glaube ich. Da werden wir natürlich auch mal reinschauen. Es gibt ja von der Starzone Map ein neues Update oder generelles Map Update. Und ihr wisst ja, so Starzone, die habe ich mir ja mal ein bisschen rausgepickt für größere und mittelgroße Maschinen. Ja. Wo wir im Stream natürlich einfach mal reinhasseln, tun und machen. Ja. Und da macht natürlich auch Auge. Es gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, derzeit gibt es für mich persönlich schon einige Maps, die ich richtig cool finde, so von der Aufmachung her. Ja. Und das einzige Problem, was dabei ist, es ist nur zu wenig Zeit. Ne? Es ist nur zu wenig Zeit und du kannst halt nicht auf jede Map gehen. Ne? Du kannst halt nicht jede Map spielen. Und es ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ist halt leider so, wie es ist. Ne? Das ist das Problem. So, aber wir haben das hier gleich voll. Das passt sehr gut. So. Normalerweise machst du es ja auch so nicht, ne? Ich bin auch, ich hatte ja mal in einer Folge gefragt, ne, da, ob wir hier bei der Hof Bergmann generell das Ganze ein bisschen ausweiten werden, sobald die Map auch öffentlich zum Download ist, auf ein paar Mitspieler mehr, so 1, 2 eventuell, ne? Einfach mit dem Gedanken, dass
man mehr von den Produktionen zeigen kann oder effektiver mit den Produktionen arbeiten kann. Ja, das ist so der Gedanke dahinter. Und bin ich noch am Überlegen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Allerdings denke ich mal, dass das wohl so werden wird. Ja, dass wir dann hier so zu zweit oder zu dritt werkeln werden. Na, auf jeden Fall zu zweit immer. Ja. Und ja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt sind wir hier gleich voll. Ich denke mal, wenn wir die Bahn runter haben, müsste es soweit passen. Ja, sogar eher noch. Ja. So. Haben wir natürlich gleich mal runter. Oh, haut er da noch ein bisschen was in die Pampa, ne? Ja gut, ist halt so. Ja, jetzt ist was falscher. So. Okay, können wir hier aussteigen. Und dann können wir unseren schicken Find nehmen. Och, der ist halt einfach geil. Kann man sagen, was man will. Es ist ein geiler Find. So, wir machen allerdings hier auf Incam. So. Ich muss mal noch sehen, liebe YouTuberinus, wenn ihr das wisst. Wenn ihr mir das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn ich muss mal noch sehen, der sitzt ja ein bisschen höher hier, ne? So, normalerweise müsste der ein Stückle tiefer sitzen. Ah, und noch ein Stückle zurück. Muss mal sehen, welche Einstellungen das waren. Wenn ihr das wisst, ne, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, das wisst ihr. Ah, ansonsten wird der Excel dann natürlich auch mal ein bisschen rumschauen. Und da auch Auge machen. So, müssen natürlich auch sehen, dass wir hier unser Stroh im Feld bekommen. Hey, das ist ja Wahnsinn. Aber da müssen wir uns auf alle Fälle nochmal extra. Wir müssen uns nochmal extra Strohsilo bauen. Das müssen wir machen. Können wir eigentlich das Ganze auch mit dem Ladewagen einfahren? Wenn wir uns ein extra Strohsilo bauen, können wir das mit dem Ladewagen einfahren. Das sollte jetzt nicht so das Problem dann sein. Hm. Da müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle. Das zählt halt. Wir müssen. Hätte ich mich bald verfranst. Ich wäre bald hier zu weit gefahren. Himmel, Herr Gott, nein. So, aber wir müssen ja noch ein Stück weiter. Wir müssen ja hier rein. So. So, jetzt müssen wir ein bisschen genauer fahren. Dann wir mal gucken. Warte mal, wir haben. Verdammt Axt. Wir müssen doch umdrehen. Rechts rum ranfahren. Weil wir es ja auf rechts haben. Stimmt, der gibt. Axel, bist aber manchmal, ne? Manchmal ist er bitte. Wir müssen ja auch rechts fahren. So. So, perfekt. Perfekt. So läuft das Ganze rein. So, wenn wir hier reingucken in die Produktion. Und die können wir jetzt auch aktivieren. So, genau, dann läuft die nämlich an und dann sollte das ganz gut passen. So, ich bin aber noch am Überlegen. Normalerweise, wartet mal, habe ich das mit drauf? Wenn wir das nämlich mit drauf haben, können wir sicherlich, warte mal, Silos, habe ich die hier mit drauf? Das ist jetzt die Frage. So, wartet mal. Ballentypen, Quaderballen, Rundballen eingelagert werden. Ballentypen müssen zunächst per Menü ausgewählt werden. Hm, okay, aber ich habe die
Verdammt, ich habe die, die ich dachte, die habe ich gar nicht mit drauf. Schade. Schade, schade, schade. Hier passen nur Ballen rein. Aber wobei, warte mal, das ist doch gar nicht so. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wenn hier nur Ballen reinpassen, ist gar nicht so schlimm. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, okay, haben wir drei Ballenhaufen hier liegen, wo wir Ballen einlagern können. So. Können wir den dann erstmal wieder zur Wiese fahren und dann beim anderen können wir dann nämlich Ballen pressen. Und das sollte auch ganz gut passen. Aber, meine Lieben, das sehen wir in der nächsten Folge, das probieren wir nämlich da aus. Na? Und ja, bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und Ciao und lasst das Däumchen da.